ihr seht es da oben, ne? Da gibt es auch noch mal ein bisschen Plasma. Plasma hier nicht so rein. Der untere Bereich ist natürlich auch wiederum sehr attraktiv, ne? Muss ich sagen. Bis ich feststelle, dass ich hier schon war. Warum baut man hier sowas ein, wenn hier nichts ist? Ne? Das ist wirklich einfach nur, um mich zu verwirren. Penner. So, dann gehen wir mal hier kurz hoch. Ah, wieder Mucke am Schattisel. So, fuck. Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. So, ich habe mich da repariert. Und dann, was wollte ich dann tun? Ich weiß es nicht. Zack, so. Ach komm. Nerv nicht. Dankeschön. So, also von da aus kamen wir. Wo möchte ich denn jetzt überhaupt hin? Wenn ich das wüsste. Da komme ich noch nicht rein. Das ist klar. Ich gehe jetzt einfach mal erstmal nach hier noch. Ah, da ist das fette Viech. Alter, Vater. Ja, doch schon ganz schön. Der Spinat hat auf jeden Fall immer aufgegessen. So, leck mich. Immerhin schon mal der zweite Schalter hierfür. Blums. Trotzdem unten rein. Keine Gefahr, sondern nur Kisten zum Zerstören. Das kriege ich hin. So. Wo möchte ich jetzt hin? Ich weiß es nicht, ne? Also, weil da hinten macht es, glaube ich, noch keinen Sinn. Also, wir können höchstens schon mal hingehen, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwie nochmal so ein anderes Gelöt ist. Aber ich will da... Ich gehe jetzt trotzdem, ist mir jetzt egal. Ups. Aber vielleicht hat das eine mit dem anderen aber gar nichts zu tun. Vielleicht muss ich nicht da rein, um die Anomalie zu bekämpfen. Wir hängen hier auch draußen dran. Und ich musste halt vielleicht nur rein, um irgendwas anderes zu finden. Das kann natürlich auch sein. Aber da hinten, was sehe ich denn da hinten Schönes? Oh, Alter! What the fuck? Okay, okay, Alter, was ist denn hier los? Krass, okay, was ist das? Das ist ja mal richtig kranker Shit. Ich bin tot. Gut, ja, damit habe ich jetzt, das hat mich etwas überrumpelt, das kann man, glaube ich, getrost so sagen. Aber ist egal, hier gibt es genug, Regenerationsgedönskirchen für unsere Schilder. Deswegen ist es gar kein Problem. Und dann nochmal hier das Upgrade fürs nächste Mal. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, was ich jetzt hier tun soll. Ob ich da, ich habe ja nur so ein rotes Ding an der Wand irgendwie gesehen. Im Grunde genommen dürfen wir einfach nur nicht stillhalten, ne? Das hier zum Beispiel. Ah, okay, alles klar. Sehr nice. So, gut. Ruhe im Puff. Okay, Nummer 4. Sehr gut. Can't contact anyone from our team. I tried firing our signal flares. They went every direction but up. Nothing works here. I couldn't decouple the thrust rings from the air chamber. I just lost it. I wrenched them and they shattered. I can't fix my boosters. I can't fix any of this. Gossam said to return to the star seed if we lose communication. It's gonna be a long trip back. Not a single nation could agree on a solution. They had so much time to fix this, and they did nothing. I want to save my planet. But death is too good an ending for everyone in charge there. If I don't make it, let it be known. This is their fault. Schuldzuweisungen. Ist ja sowieso uninteressant, aber es gibt dann ja wahrscheinlich eh keinen mehr. Da finde ich seinen anderen Verstecke eine Antwort. Ja, gut, okay. Fehlt jetzt ja nur noch eins. Nee, aber ich meine, es gibt dann ja eh wahrscheinlich keinen mehr, ne, der dann sagen kann, du. Weil wenn sie eh alle tot sind, ne, dann ist auch egal, wer ursprünglich schuld war. Ah, okay, Hallöchen. Okay, Kisten in der Luft. Bam, bam, bam.
Nee, die will ich jetzt eigentlich nicht holen. Die Anomalie. Aber ich habe jetzt keinen Weg nach oben gefunden. Das heißt, ich denke mal, ich muss für die Anomalie doch höchstwahrscheinlich ins Haus rein. Aber hier, wo kann sein, das ist doch noch ein Brief von der Nektarpfote. Das ist garantiert die Nektarpfote. Der war aber auch ziemlich umtriebig. Die Geschichte eines Viruki, okay? Even my journal was not spared. Binding destroyed, pages ripped out, and scattered to the wind. Carried on Danny Paws. Ja, ach was, warum liest du das jetzt vor? Und den Rest muss ich selbst lesen. Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Egal. Aber es kann natürlich sein, dass es auch eine Trophäe hier gibt, wahrscheinlich, dass ich das komplette Tagebuch finde. Ich finde es so blöd, dass ich das jetzt halt nirgendwo aufrufen kann, ne? Weil es halt auch irgendwie keine Chronologie oder sowas gibt. Also ich weiß, ich kenne die Reihenfolge nicht, welcher Bericht jetzt wann geschrieben worden ist. Ich finde sie ja halt total random. Erklärt aber so ein bisschen, glaube ich, die Vorgeschichte zu dem, was jetzt hier tatsächlich passiert. Oder besser gesagt, passiert ist. Okay, ja, den brauche ich nicht zu machen, weil da komme ich noch nicht rein. Ja gut, okay, dann müssen wir erstmal zur anderen Anomalie. Anomalie. Da. Was? Ich habe nicht irgendwas mit 91 Metern gesehen. Wo hat er erstmal gedacht, ah, da ist noch einer. Und dann, ah, nee, hast du doch schon, Dennis. Entschuldigung, mein Fehler. Okay, kommen wir nicht lang. Ui. Ah, es fühlt sich so gut an, hier zu sliden, zu boosten und dann zu springen, ne? Okay. Ja, alles gut. So. Ja, in dem Bereich hier war ich garantiert noch nicht. Hilfe. Das heißt, da können wir uns eigentlich noch ein bisschen umschauen, ne? Ah, okay, ein Schild, ja gut. Ich habe mich jetzt ein bisschen gefreut, weil ich da irgendwas Leuchtendes gesehen habe, aber es war einfach leider nichts für mich. Egal. So. Pions! Ein Speicherpunkt, das ist auch schon mal gut. Ah, das ist bestimmt so ein empfindlicher Schleim hier schon, ne? Oder? Oder Matschepump, besser gesagt. Und? Ja. Wusste ich doch. Okay. Bleiben wir erstmal unten, glaube ich, ne? Ja, da, ah, da. Das ist doch schon der letzte, oder bin ich doof? Nee, ne, das müsste der letzte schon sein. Also hier, das leuchtende blaue Ding da hinten. Das wäre natürlich ziemlich nice. Ja, und das ist auch das Zeichen. Perfekt. Ah, okay, jetzt achte ich das erste Mal darauf, dass die Pfeile auch mal in die Richtung zeigen, wo man das findet. Habe ich vorher nicht getan. Entschuldigung. Und der letzte, sehr geil. This place has seen more than one tragedy. I've read books about the populations of entire planets blinking out of existence, with only the husks of Draw's harvesters in the place of once thriving societies. I don't think anyone has ever seen a Draw's mid-harvest. If only my professors could see this. Looks like the Viruki managed to stop this matriarch, but there would have been more coming. My boosters keep malfunctioning at the worst times. I was focused on repairing them and realized the chunk of land I was sitting on had drifted from the larger mass of cloud matter. Talk about panic. I'm gonna rest under this bridge while I catch my breath. Steeplechase, okay, die sind zu verkürzt die Ablenkzeit deiner Booster. Nö, wir behalten erstmal den Plasma-Doppler. Perfekt. Das ist geil. Ja, was ich jetzt halt natürlich nicht weiß, ist zum einen die Nebenquest, ob ich jetzt noch irgendwas machen kann mit der verärgerten Fremden oder wie die Quest da hieß. Und natürlich klar, Tagebuchseiten. Die werde ich jetzt, also im Let's Play denke ich mal nicht alle suchen, ne? Weil ich glaube, das ist schon relativ schwer, die zu finden. Beziehungsweise relativ zeitaufwendig. Vielleicht nicht schwer. Es ist eigentlich nur eine Geduldsprobe, aber egal. Hallo? So, noch Platz. Okay. Ah, hier haben wir sonst nichts mehr. Da unten habe ich auch noch wieder echt scheiße gesehen. Also wir dürfen hier auf jeden Fall nicht runterfallen. Ja, ich habe dich gesehen. Hihihi.
Oder habe ich doch nichts gesehen? Okay, ich dachte, da wäre wieder irgendwie diese Bodenviecher. Oh, ah, noch eine Tagebuchseite. Day, night, seasons, all of them gone. Plants have no idea when a fruit. Everything is slowly dying, except for the shieldgrass and the ironwood trees. Try as I might, I can't eat these. Carried on dead paws. Kein Datum. Ich würde Tagebuch gerne gern einsehen wollen. Das geht, glaube ich, nicht, ne? Was? Warum hast du jetzt beschwert, Frau? Oh, geil gesprungen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da hochkomme, muss ich ehrlich sagen. Kurz oben! So. Das Schöne ist, dass man sich einfach wirklich durchboosten kann. Und klar, wenn man die Mine trifft, trifft man sie. Wow, wo kamst du denn jetzt her? Ich habe jetzt wirklich nicht so auf dem Schirm gehabt, aber egal. So, oder spawnen die einfach direkt wieder nach. Das kann natürlich auch sein. Ah, da oben ist die Anomalie. Alles klar. Oder Anomalie. In Fachkreisen genannt. So, dann gehen wir hier lang. Holen unser Schild wieder zurück. Oh, das kann... Ich glaube, das wird eine nervige Anomalie. Uiuiuiuiui. Fresse! So. Das mit dem Boosten ist einfach geil, wirklich. Das gefällt mir. Was für eine Reichweite die einfach haben, ne? Unfassbar. Okay. Ach komm, da haben wir auch noch ein paar kleine Gegner. So. Also wenn man weiß, dass die da sind, sind die nicht schwer. Aber wenn die sich dann irgendwo verstecken, dann können die echt nervig sein, die Gegner. Ah, ist aber ein Kontrollpunkt. Das ist wichtig. Okay. Ah, da ist die Anomalie. Ja, fangen wir an, würde ich sagen, ne? Okay. Viel einfacher als gedacht. Ohne Scheiß. Ich habe jetzt auch, wer weiß, was hier vorbereitet. Aber nö, war okay. Gut, wir müssen trotzdem auf jeden Fall noch den dritten Schalter finden. Um halt die Tür zur letzten Anomalie zu öffnen. Eventuell ist sie auch hier, ne? Die Schalter, genau, der Schalter. There's at least one more anomaly in this sector. Better scan for it. Ach, was habe ich Ihnen gerade gesagt, Frau? Ne, ja, auch mal so ein bisschen zuhören, das wäre auch schön. Oh, da ist noch ein bisschen mehr Plasma. Ich bin hier so überschwänglich am Sliden. Okay, Gott sei Dank. Ich wollte jetzt unbedingt nicht runterfallen. Wo ist denn der dritte Schalter, ey? Ich habe ja noch nicht alles erkundet, auf gar keinen Fall. Die Gegner sind für mich immer so ein Indiz, dass ich da noch nicht war. Dass ich da hoffentlich das finde, was ich suche. Außer die Minen natürlich, klar. Die bringen mir nichts. Ja komm, gehen wir hier mal hoch. Und natürlich Plasma, was ich noch nicht eingesammelt habe. Das ist genauso ein Indiz für mich. Und das sieht da gar nicht mal so schlecht aus, dieses kreisrunde Dingen. Ich glaube, die anderen Schalter waren auch in solchen Dingern platziert, oder? Hier so, vielleicht. Und? Nein! Da ist einfach nichts. Okay, scheiße. Ohne dich, Mage. Ja, ich komme nicht durch, ist mir klar. Aua, aua, Kopfschmerzen, aua, aua. Ja. Raps. Ach, mö. Ich kann ja aber schön hier so einen blöden Hebel suchen. Super. Okay. Ja, systematisch durchsuchen, würde ich sagen, ne? Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt hier nicht. Ich denke mal nicht, dass er so gut versteckt sein wird. Der wird schon relativ offensichtlich sein. Wäre natürlich nur schön, wenn ich mir vorgemerkt hätte, wo ich überall schon war, ne? Aber egal. Oh, mal ein bisschen Erkundungstour machen, ne? Krass, wie weit das Level doch nach da hinten geht, ne? Oder ist das schon der nächste Bereich? Wir dürfen da noch gar nicht hin.